So, dann müsste mich eigentlich... Hier hinter müsste Holz sein. Nicht. Na gut, dann nicht. Dann mache ich da schnell wieder dicht. So. Ja, ja, ich weiß. Ich will natürlich die Mine noch ausbauen. Ich mache das hier gerade nur für den Zukunftskronk, denn ich will gar nicht die Aufnahme noch mal... ich kann gar nicht mehr reden. Alter, was war... Hä? Wieso habe ich jetzt in den Boden gegraben? Das war ja sehr skurril. So, die Schaufel ist ja eh gleich Gemüse. So, Erde kann ich natürlich nicht mitnehmen. Wir brauchen dringend noch eine Kiste oben. Scheiße. Ja, ich glaube, das kann man so machen. Vielleicht. Okay, da ist das. Man merkt es bereits, bei mir rotieren gerade die grauen Zellen. Das dauert ja ein bisschen länger inzwischen. Ich benutze sie ja kaum noch. Bin froh, dass ich noch atmen kann. Ich überlege gerade, ich werde das da unten noch ein ganz kleines bisschen umdesignen. Vertraut mir einfach mal. Das wird, glaube ich, besser als vorher. Ich brauche nur unbedingt noch eine Kiste. Es geht so nicht weiter. Ich habe doch gar keinen Platz mehr hier für irgendwas. Hätte ich mir eine solche Höhle mitgenommen. Haben wir hier noch Kisten übrig? Natürlich, mannigfaltige Anzahl an Kisten ist vorhanden. Scheiße. Naja, egal. Dann machen wir uns nochmal schnell... Zack, 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 zack. So, dann lege ich so lange beiseite die alte abgeranzte Schaufel. Dann nehme ich die alte abgeranzte Schaufel. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier reinklumpen können. Naja, kommen wir mal erstmal. Erstmal die üblichen Verdächtigen. Hier auch noch 16 Silber, die behalte ich mal. Ja, Kohle kann ich hier nochmal mit reinballern. Ich muss nachher sortieren, ich weiß es selber. Hier Schienen, Zäune habe ich zum Glück nicht zu viele mitgenommen oder so. Das geht ja erstmal. So können wir ja runter. Und dann erstmal zack, 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 zack. So. Ja, und dann machen wir uns mal ganz kurz nach unten. Und ich würde das gerne so machen. Scheiße, da muss ich ja echt nochmal den Boden... Das tut mir echt leid, dann bräuchte ich jetzt die Diamantspitzhacke eigentlich. Aber ich reiße hier nochmal ganz kurz den Boden raus. Ich setze das alles nochmal ein tiefer. So. Das tut mir echt leid. Es geht nicht anders. Ihr werdet verstehen. So, die zwei Treppen von Dingens, von da drüben kann ich... Was das denn? Die zwei Treppen von drüben kann ich dann hier, zack, zack, kann ich direkt da anbringen. Und dann... Naja, das kann ja ein bisschen dauern hier. Das kann ja ein bisschen dauern. Ja, und sonst so bei euch, ich meine bei dir, wie sieht's aus? Gesundheitlich alles okay? Jetzt ist ja wieder die Zeit so ein bisschen, wo es so an Krankheiten geht und Schnuppen und sowas. Hab schon gehört, der ein oder andere lag schon da niedergestreckt. Überrascht von der, naja, von der kalten Jahreszeit, überrascht nicht unbedingt, aber ist ja momentan schon so, dass plötzlich die Sonne weg war einfach und dann war es kälter. Aber egal, rede ich jetzt über das Wetter, Alter, so weit sind wir schon. Warte, habe ich noch... Ich habe keine Treppen dabei. Okay. Jetzt muss ich ja eh noch einen tiefer gehen. Denn dann kleide ich das Ganze ja direkt wieder mit Kobbel aus. Beziehungsweise bevor ich das mache, gucke ich mal lieber oben. Ich glaube, es reicht, wenn wir da oben einen tiefer gehen. Das müssen wir hier...
Hier unten könnte man es theoretisch eh ein bisschen großzügiger halten, weil das ist ja eh der Keller, weißt du, so ein bisschen Dungeon-mäßig. Minen von Moria werden wir ja nicht unbedingt ausheben, das wird mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber ein bisschen großzügiger können wir hier eigentlich schon sein. Finde ich. Findest du eigentlich auch, ne? Das muss jetzt nicht so 6 tief sein wie das andere mit den Treppen und so. Na, schauen wir mal. So, auf jeden Fall, ich wollte eine Aufnahmepause machen, verdammt. Ich hänge hier immer noch rum und quatsche. Ich hänge hier immer noch rum und quatsche. Wie spät ist es eigentlich gerade? Scheiße. Ich habe mich schon gewundert, warum ich gerade müde werde, aber ich nehme jetzt schon wieder so lange auf. Krass, es ist schon wieder 5:30 Uhr morgens. Alter. Ich wollte nur ganz kurz mich hinsetzen und mal eben schnell was durchziehen. Also das Let's Play. Nicht irgendwas durchziehen, sondern das Let's Play natürlich. Ich glaube, dann grabe ich auch nochmal einen. Einen nach unten gehe ich nochmal. Dann kann ich das hier wegräumen. So, da kommen dann eh Kobbel hin. So, scheiße, man, das... Nein! Nein! Okay. Dann wird das, der Keller, den machen wir da hinten eh noch ein bisschen tiefer, dann wird er halt ein bisschen größer. Ich hoffe, das ist auch okay, weil hier gehe ich dann, oder würde ich dann gerne ein bisschen tiefer gehen. Verstehst du, einmal so ein tiefer gehen, das Let's Play... Jetzt geht halt mal. Aber ich glaube, ich mache jetzt eine Aufnahmepause, weil ich muss echt ins Bett. Wir haben morgen schon wieder Livestream und ich hänge ja dann schon wieder in den letzten Seilen rum, weißt du? So, 48 Eisen, die nehme ich natürlich immer mit. Hier ist noch am Köcheln 5 Stück. Gut, die kann ich nochmal schnell abwarten. Dann kann ich nochmal ganz schnell... Weißt du, dann mache ich nochmal schnell eine Spitzhacke und dann mache ich eben nochmal zu Ende. Dann sparen wir uns dann zu einer nächsten Aufnahme. Wir müssen ja eh da durch. Ich dachte, wir kriegen das noch hin, aber leider. Spawnen hier eigentlich auch Viecher? Ich sehe da noch nichts. Bis jetzt haben wir Glück gehabt. Das Blöde ist, wenn ich baue, dann baue ich nicht genug Fackeln aus. Also hier ist gerade relativ dunkel, das heißt, es könnte passieren, dass hier eventuell irgendwas spawnt, wenn ich nicht nah genug dran bin. Ich hoffe nur, hier reißt uns nicht wieder irgendein scheiß Creeper ein Loch in die Wand oder sowas. Am Anfang der Aufnahme hatten wir ja nur 30 Milliarden Creeper, die rings um uns rumstanden in der Höhle und so. Hier ist ruhig, da auch. Ich höre schon mal Skelette hier rumlaufen irgendwo. So, das haben wir gleich fertig. Das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Da wäre es theoretisch fast schon cool, eine Leiter runterzubauen, keine Treppe. Weil je länger die Treppe ist, desto ungeiler ist die eigentlich. Es sei denn, wir machen natürlich eine Wendeltreppe. Eine Michael-Wendler-Treppe. Da muss man mal singen, wenn man runtersteigt. Und irgendwelche Grenzdepil müssen mitklatschen. Und ich erinnere mich, am Anfang der Aufnahme wollte ich anfangen, mit dem ZDF-Fernsehgarten irgendwas zu erzählen. Und hab's dann einfach sein gelassen. Ich weiß gar nicht, warum. Ach ja, stimmt, da wollte ich erzählen. Ich frage mich, wie das so ist, wenn man älter wird und sowas. Weil ganz ehrlich, ZDF Fernsehgarten ist eigentlich schon seit... Ich kann es gar nicht sagen. Seit Jahren eigentlich schon als uncool angesehen. So als, weißt du, so als Rentnerschwurf irgendwo. Und das hat sich ja über die Jahre eigentlich nicht geändert. Und ich frage mich... Wo wachsen immer diese neuen Leute her, die da hingehen? Das müssen folgerichtig ja eigentlich Leute sein, die das selber auch schon uncool gefunden haben, irgendwann aber selber zu diesen komischen Musikzombies wurden, die dann da grenzdebil irgendwie in einer Reihe sitzen am Tisch und immer so, irgendwie so... So rumklatschen, weißt du, irgendwie völlig außer Takt, so irgendwie schon mit den Gedanken halb im Grab. Irgendwie, ich klinge böse, tut mir leid. Ja, aber es muss ja wirklich irgendwo, die müssen ja irgendwo herkommen, das müssen doch Leute sein, irgendwie inzwischen, die das selber schon ungeil gefunden haben und dann aber selber trotzdem da schon sitzen. Ich glaube immer, das ist vielleicht so automatisch, weil man langsam angemodert wird, sozusagen,
dass es dann vielleicht irgendwann soweit ist, dass man dann tatsächlich sagt, so, jetzt bin ich auch einer von denen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns, wir machen uns heute alle lustig darüber, aber vielleicht sehen wir uns alle da eines Tages wieder im Rentnerschwurf Wilhelmshaven. Nee. Im ZDF-Fernsehgarten, ich weiß gar nicht, wo der aufgezeichnet wird, keine Ahnung. Ist das schlau, was ich hier gerade mache, wenn ich da runterbauen will, hier schon den Kobbel hochzuziehen? Obwohl, ist egal, der kann ja mehrschichtig sein. So, das Problem ist nur, da komme ich ja nicht mehr hoch. Das ist echt scheiße. Na, können wir gucken, wie wir das genau machen. Und dann geht's hier in die Mine. Die ist dann nicht mehr ganz so tief runter. Wirkt zumindest von hier nicht mehr so. Aber wir kommen ja trotzdem noch da hinten durch. Und nach da hinten muss ich dann ausbauen, weil das können wir nicht so klein lassen. Jetzt erstmal Schwert aktivieren. Und gucken, dass hier nicht irgendwie was rumkrauchelt. Ist schon wieder Tag. Ja, krass. Geil. Freue ich mich. So, das Silber ist inzwischen auch schon durch. Das ist super. Dann haben wir genug Silber wieder in der Tasche. Hier haben wir noch 64 Kohle. Ich muss das alles mal durchsortieren. Dann natürlich auch, ich weiß, in Kisten und so weiter. Mit dem Sortieren bin ich echt Profi. Da bin ich aber Weltmeister mit dem Sortieren. So, aber das überlasse ich dann gerne in den Zukunftskrank. Der muss dann auch unten noch ein bisschen weiter ausbauen und so weiter und so fort. Hier gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Huch. Hier kommt man dann schön übers Feld. Da kann man gucken, ob man dann nicht vielleicht noch Leitern runter machen oder irgendwie sowas. Zur Bequemlichkeit, dass man alles direkt erreichen kann. Vielleicht hier drunter irgendwie Leitern. An der Hauswand oder sowas. Das wäre vielleicht auch nicht gar nicht mal so uncool. Können wir uns noch was überlegen. Auf jeden Fall gibt es da... Es gibt ja Möglichkeiten. Das sind diese Steinziegelplatten, ne? Da gucke ich mal ganz kurz. Bisschen Leiter haben wir noch da. Haben wir noch Steinziegel... Platten da. Wir haben Steinziegel da und Steinziegelplatten haben wir auch da. Die Slabs, das Knochenmehl sieht ja so lustig aus. Und Leiter haben wir auch noch ein bisschen. Gucken wir mal ganz kurz. Nur mal so spaßeshalber. Das müssten wir auf beiden Seiten. Nee. Nee, reicht auf einer. Ich spring da mal eben. Nonchalant runter. Und dann könnten wir hier doch eigentlich... Gut, theoretisch könnten wir da jetzt hoch. Halt! So, und dann gibt es hier... Naja, ein Geheimgang ist das jetzt nicht unbedingt, aber... Dann kann man hier auch mal so direkt von den Feldern oder auf die Felder oder ich weiß noch nicht genau, wie man das da macht. Hat man so eine kleine Abkürzung, weißt du? Ach, guck mal. Clash of the Animals. Die Tiere des Waldes feiern eine Orgie. Immer noch. Die Katze holt den Fisch. Der Fisch springt 10 Kilometer Land ein. Voll realistisch. So, jetzt haben wir hier, naja, jetzt haben wir hier eine kleine Abkürzung, das ist ja auch ganz nett. Kommt man einfach mal nach oben. Ich hoffe, da kommt sonst keiner nach oben. Und hier kann man theoretisch sogar noch eine Tür einbauen, wenn man das möchte. Möchte ich jetzt aber nicht. So, egal. Zukunftskronk muss sich um den Rest kümmern. Ich freue mich schon, der hat auf jeden Fall eine Menge Probleme am Arsch, denn wir haben so viel zu tun hier. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen und ich glaube, das wird unten im Keller sein oder pipapo und wir brauchen auf jeden Fall noch Gold. Und was nicht alles. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.